gucken. Old man, I'd give you a taste of that fire you're pining for if we wasn't in such pleasant company. The fires where I come from reduce metal to shapeless liquid. It's where your kind belongs, along with all the other abominations of animancy. Oh, das war ein kurzes Gespräch. Die Teufelin von Karok sagt zu Durins: Alter Mann, ich würde dich ja von dem Feuer kosten lassen, nachdem du dich sehnst, wenn wir nicht so angenehme Gesellschaft hätten. Und Durins: Die Feuer in meiner Heimat lassen mit Zeit zu einer gestaltlosen Flüssigkeit werden. Dort gehörst du hin, genau wie alle anderen Abscheulichkeiten der Beseelung. Also erstmal zu den Langsichtfällen, da was töten. Vielleicht haben wir Glück und ich schließe die Quest von der Teufelin auch ziemlich schnell ab. Dann tausche ich sie wieder gegen Kanna. Weil eigentlich nehme ich die Jungs, die neuen Charaktere, hauptsächlich wegen ihrer Quests mit. Nicht, weil ich sie gerne ewig mit mir tragen würde. Way you're always clutching at that staff makes me think Mogren burned off the other one. That what happened? We are not all so afraid of the fire. Some of us see the beauty of its work. Wieder Teufelin und Durins. So wie du den Stab umklammerst, sollte man meinen, Markmann hätte den zweiten verbrannt. Ist das so? Wir haben nicht alle solche Angst vor dem Feuer. Manche von uns sehen auch die Schönheit seines Werkes. So, mal gucken, wo sich die... Welches Kopfgeld suchen wir jetzt gerade? Die Jünger der echten Flamme. Hey Durins, willst du denen nicht beitreten? Okay, hier an dieser Stelle habe ich die ersten besiegt. Ah, Bingo. Können wir mal gucken, was sie so drauf hat. Durins, mach mal das. Oh,
Das ist gerade. Drakenhandel, echt Flamme, okay. Stand together. Der ist etwas versteinert, aber jetzt auch hinüber. Oh, eine gute Arbalest. So, Feuerdornskopf. Damit können wir uns auf dem Weg in den Rotwald machen. And then you hit your own father? Not I. That was Isselmir. Yeah, but you're the same person. Fine cocksfeathers to that! I see your point. Okay, diesmal mal Nea und Alo. Und dann hast du deinen eigenen Vater geschlagen? Nicht ich, das war Isselmir. Ja, aber ihr seid dieselbe Person. Verfluchte Stagier-Scheiße. Ich verstehe dein Argument. I'm here. Hat sich jetzt eigentlich was hier am Wasser getan? Oh. Right here. Absolutely. Da sind schon unsere Ziele. Was ist eigentlich das Holzfällerlager? Gellerwin? Ah, da ist die Holzfällerlichtung. So, das ging irgendwie einfacher. Oh. Töte 5 Animate. Oder 25 Feinde. Mhm. I'm here. Wie nett. Unsichtbarkeit bei kritischem Treffer. Hm. Und Stufenaufstieg für Alof.
Gehen wir mal einmal wissen. Oh. Stufe 8. Zauber 2 Stück. Schwarzbogen. Das nehmen wir. Also der beschwört einen Bogen mit der Gegner verschreckt und auf Ziele weiterspringt. Das ist nicht schlecht. Bollwerk der Elemente. Große Zauber, durchbohrendes Siegel. Der Zauberer beschwört das Siegel des legendären Zauberers. Wenn er im Nahkampf getroffen wird, richtet das Siegel sich mit Stichschaden. Wirft das Ziel zurück und hinterlässt es betäubt. Welkender Wind. Ein trockener Wind führt es über das Schlachtfeld und führt jedem Zielgebiet direkt Schaden zu und lässt es geschwächt zurück. Nein. Frostschrecken. Eine geisterhafte Geländhand fegt durch das Gebiet und führt einem Feind darin Frostschaden zu und lässt sie geschwächt oder humpelnd zurück. Da es nur Feinde trifft, nehmen wir das mal. Und wir dürfen eine Zauberbeherrschung. Gib mir Eisenhaut. Das kann er pro Begegnung sich in Eisenhauts welken. I'm here. Ja gut, hier können wir nichts mehr tun. Vielleicht hätten wir was tun können. Zum Beispiel die Teufelin runterschicken können. Ach ja, und großes Festungsabenteuer abgeschlossen. Sagani kehrt mit Geld und Gegenständen zur Festung zurück. Die Baute wartet in der Schatztruhe in deiner Herrschaftshalle auf dich. Mhm. Hier sind viele Holzfäller und da ist Harmke. Er ist es, Harmke. Ich erinnere mich an das schwache Kinn und die schlackernde Knie. Sie hält in und starrt regungslos auf die Gestalten zwischen den Bäumen. Du solltest sie unter Kontrolle bringen, Talisa. Er reißt die Augen entsetzt auf. How goes? Wie geht es? Der Elfenmann tritt auf die Lichtung und bleibt plötzlich regungslos stehen. Er starrt die Teufelin von Karok an. Für einen Elfen ist er hochgewachsen. Sein wettergegerbtes Gesicht wird von strähnigen, fettigen Haaren eingerahmt. Seine Begleiter blicken mit offenem Mund auf den bronzenen Kugel. Korok Shadow! What's that wicked thing doing here? Oh, Orks Schatten, was du dieses böse Ding hier? Harmke schlug dein Kloß, steckt im Hals. Wir retten euer jämmerliches Dorf. Warum so nervös? It's a killer! Look, we don't want no trouble. Just trying to do our work. Sie ist eine Mörderin. Wir wollen keinen Ärger. Wir machen nur unsere Arbeit. Schweißperlen treten mit ihm auf die Stirn, trotz der kühlen Luft. We'd be much obliged if you'd leave us be. And take that thing with you. Wir wären dir sehr dankbar, wenn du uns in Frieden lassen würdest und dieses Ding mitnimmst. Er blickt die Teufelin mit einer Mischung aus blanker Furcht und Abscheu an. Schluss. Was siehst du, Talisa? Ist das der Mann, der uns verbrannt hat? Die Teufelin wippt auf ihren Füßen. Ihr ganzer Körper bewegt sich um die Achse ihres Knöchels. Obwohl sie mit dir spricht, ist ihre Aufmerksamkeit ein konzentrierter Speer der Essenz auf Harmke gerichtet. Just a woodcutter. Ask anyone in Stalwart. They'll tell you. Nur ein Holzfäller, kannst ihn ins Dorf fragen, sie bezeugen es. Worauf wartest du? Sieh nach, was in der Seele des Bastards geschrieben steht. Ihre Essenz schäumt und kocht. Harmke, erinnerst du dich an das Dorf Kaltmoor? Everyone does. Let the Raid Sarens into the Deerwood. What's that got to do with anything? Sein Ausdruck verdüstert sich. Wer tut das nicht? Es hat die Rezeraner in den Dürrwald gelassen, aber was tut das zur Sache? Ich will antworten, Talisa. Wenn er nicht aufhört zu winseln, reiße ich ihm persönlich den Kopf ab. Seine Seele lesen. Er tritt einen Schritt zurück, doch dein Bewusstsein bohrt sich in seine zitternde Haut und den schwachen Widerstand seiner Furcht. Du siehst Erinnerungen, schneebedeckte Wälder von umgestürzten Tannen und Kiefern unterteilt. Tage derer, deren Verstreichen du am steten Schwingen deiner Axt misst. Es gibt auch andere Momente, Erinnerungen, die auflodern wie das einladende Feuer eines heimischen Herds. Du siehst Kinder, schlaksig und hochgewachsen wie du, aber noch voll der wilden Energie der Jugend. Gemeinsam streut ihr Winterblumenblüten auf ein Grab.
Du trinkst tief ein Hamkes Seele vor. Die Jahre laufen rückwärts. Eine Fackel in deiner linken Hand taucht dein Gesicht und deine Schultern in Hitze. Überall um dich herum stehen andere Männer und Frauen mit Fackeln. Die Bergluft stinkt vor Rauch und Schweiß. Und sie ist dick vor Zorn, dem Zorn aller Anwesenden. Sein Tank kocht dein Blut mit diesem Zorn. Er erschöpft dich und belebt dich gleichermaßen. Ihr steht am Rand dieses Dorfes, Kaltmorg. Der Morgen dämmert erst in einigen Stunden, doch das Dorf beginnt durch den Lärm zu erwachen. Kerzenlicht wird hinter frostbeschlagenen Scheiben entzündet. Feindselige Gesichter blicken durch das Glas zu euch hinaus. Zweifel steigt in dir auf. Da schlägt plötzlich eine Tür auf. Ein Dorfbewohner kommt durch die Straße gerannt. Seine Schuhe wirbeln den Schnee auf. Sein weißes Gesicht und seine fahlen Haare lassen ihn fast aussehen wie ein Geist. Die Reihe der Fackelträger regt sich etwas, als er näher kommt. Er wird schneller, aber niemand bewegt sich auf ihn zu. Du stellst dir vor, wie er die Reihe durchbricht und damit auch den Albtraum, der euch alle hierher geführt hat. Du stellst dir vor, wie du in deinem Bett aufwachst, wie die Hitze deiner Fackel sich in die Wärme deiner neben dir schlafenden Frau verwandelt.